Hallo Leute von heute. Heute habe ich mal wieder ein Lego Star Wars Set für euch. Und zwar das 501. Legion Clone Troopers Set. Auch bekannt als 501. Legion Battle Pack. Und ja, das Set enthält 285 Teile. Die Altersempfehlung ist 7 Jahre aufwärts. Und es kostet 30 Euro. Ja, man bekommt es im Angebot so höchstens für 27 Euro. Und ja, es ist sehr beliebt, deswegen ist es auch sehr oft ausverkauft. Ich habe es jetzt bei Real mit 10% Rabatt bekommen. Und ja, ich finde, dieses Set ist einfach ein geniales Set vorneweg. Und auch das beste Set aus diesem Jahr, beziehungsweise aus den letzten Jahren. Aber dazu später mehr. Hier können wir dann auch direkt das aufgebaute Set sehen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den Minifiguren, weil sie sind auch der Hauptkaufgrund. So, dann haben wir hier direkt zwei B1 Kampfdroiden stehen. Alle Minifiguren sind mit Blastern ausgerüstet. Sehr cool. Ja, das sind die ganz normalen B1 Kampfdroiden. Kennt man ja schon seit sehr langen auf jeden Fall. Gibt es ja schon richtig lange, auch damals im Droid Battle Pack und auch schon davor. Und ja, die haben ganz normalen Star Wars Blaster. Und ja, ich finde es cool, dass welche mit dabei sind. Ja gut, man hätte auch noch zwei mehr mit reinpacken können, weil Kampfdroiden sind halt eben nicht so häufig vertreten. Weil das soll ja so eine Art Battlepack darstellen, dieses Set. Aber gut. Finde ich trotzdem ganz in Ordnung. Aber der Hauptkaufgrund ist natürlich, also sind natürlich die Clone Trooper, die hier mit dabei sind. Wir haben drei normale 501. Trooper und dann noch einen 501. Jetpack Trooper. Und ja, die 501. Clone Trooper basieren auf Clone Wars Staffel 7. Sie haben auch alle einen Blaster mit dabei und ja, sehr schön. Fällt er mir hier runter. Sehr schön, auch der Helm ist ein bisschen erneuert. Sie kam bis jetzt auch nur im alten AT-RT Walker vor mit Yoda. Und natürlich haben sie auch hier das neue Clone Troopers Gesicht. Auf jeden Fall sehr schön. Gefällt mir, dass mal wieder ein neues Gesicht gemacht wurde. Und ja, ansonsten auch eine tolle Bedruckung. Nur die weißen Arme, die stört halt eben viele, weil in der Serie sind sie so blau-weiß. Also so ab der Hälfte hier so blau. Aber Lego hat sich die Armbedruckung dann doch gespart und die sind komplett weiß. Mich persönlich stört es aber nicht. Und dann haben wir hier nochmal den 501. Jetpack Trooper. Der Helm ist fast identisch zu den anderen, also zumindest die Form ist ja Phase 2. Außer hier ein paar rote Markierungen und hier oben noch ein paar blaue, die etwas anders sind. Fällt mir hier auch wieder um. Dann haben wir hier nochmal ein Jetpack mit dabei. Und das Jetpack kennen wir beispielsweise schon aus dem Mandalorian. Nee, tatsächlich nicht aus dem Mandalorian Battle Pack, weil da sind Umhänge mit dabei. Aber man kennt es auf jeden Fall schon, kam schon oft vor. Hier diesmal in blau. Hier nochmal ein schönes langes Gewehr mit hier nochmal einer Spitze dran. Das ist ein extra Teil. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Kann man dran machen, muss man aber nicht machen. Man kann auch einfach das normale Scharfschützengewehr, könnte man so sagen, benutzen. Und ja, der Kopf, könnt ihr euch denken, ist natürlich der neue Clone Troopers Kopf. Auf jeden Fall auch eine coole Minifigur. Wobei ich sagen muss, ja, ich persönlich hätte lieber noch einen normalen 501. Trooper bevorzugt. So, aber das Set beinhaltet natürlich auch noch Fahrzeuge, und zwar einen Barkspeeder und einen AT-RT-Walker. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Barkspeeder an, weil der wird tatsächlich auch in der Anleitung als erstes gebaut. Und ja, man kennt ihn schon aus 2014, glaube ich. Mit der Obi-Wan-Minifigur gab es den auch und der Captain Rex Phase 2-Minifigur, die ja jetzt vom Wert her sehr gestiegen ist. Und das war damals ein 25-Euro-Set. Und ja, da war aber noch eine Sidecar mit dabei. Und hier ist keine mit dabei. Und tatsächlich hat er sich auch ein bisschen verändert. Hier vorne sind Start-Shooter mit dabei. Dann hier so ein Schild. Ganz vorne als Spitze wurde ein Schild verwendet. Das kennt man aus Nexo Knights, oder? Irre ich mich hier gerade? Ach,
Ach nee, das ist tatsächlich ein neues Teil. Das ist kein Schild, was verwendet wurde. Ups. Und ja, hier ist dann die Steuerung. Damit kann man schön mit einem Barkspeeder umherfliegen. Und hier an den Seiten sind dann nochmal zwei Blaster, wo vorne nochmal ein Lichtschwertgriff befestigt wurde. Auch sehr cool, dass wir hier nochmal extra Blaster kriegen. Kann man dann den Troopern, den Truppen geben, die zum Beispiel beim Sith Troopers Battle Pack mit dabei sind, wenn man das hat, oder generell beim Battle Packs und sie dann ein bisschen umrüsten. Ansonsten vorne noch, wie gesagt, sehr schön Design. Sticker sind hier leider auch einige mit dabei. Ich habe sie natürlich mit meinen Stickerkünsten richtig krass aufgeklebt. Natürlich nicht. Und ja, ansonsten geht recht schnell auch vom Aufbau her. Aber sieht natürlich auch ganz cool aus. Dann ist hier noch der AT-RT Walker mit dabei. Und das letzte Set, wo auch noch ein AT-RT Walker mit dabei war, war ja das 20 Jahre Anniversary Set mit dem Clone Scout Walker. Ist ja auch ein Clone Scout Walker. Der war dann allerdings in Kashyyyk Design. Dazu kommt auch noch ein Vergleichvideo. Ich werde die beiden Sets auch noch vergleichen. Und ja, ich hole trotzdem mal kurz den AT-RT Walker vom letzten Jahr. Und ja, ich will euch da was zeigen. Und zwar ist der vom letzten Jahr doch um einiges massiver, würde ich sagen. Auch hier vom Aufbau her. Der neue hat, würde ich sagen, weniger Teile und sieht auch nicht so gut aus. Hier ist die Kanone größer, hier ist das Cockpit besser angedeutet. Hier ist das so, ich finde das nicht so cool. Hier kann man dann noch auch die offenen Studs sehen. Und hier wurden die dann auch schön verkleidet. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade für ein 30-Euro-Set. Und ja, da hätte man auch locker mit nur 10 Teilen auch etwas ändern können. Aber gut, man kann es ja auch noch ein bisschen modifizieren. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, hier vorne ein Stud-Shooter, den kann man natürlich abfeuern. Hier ist dann das Cockpit, da kann man eine Minifigur reinsetzen, die ist dann steuert den Walker, damit man auch umherlaufen kann. Hier dann so die an. Tennen. Die Beine sind dadurch, dass die Stats hier freigelassen wurden, auch noch etwas gelenkiger tatsächlich. Und ja, sonst noch ein paar nette Details. Die Füße, ja, die finde ich nicht so cool. Hätte man irgendwie besser hinkriegen können. Gefallen mir irgendwie nicht so gut. Aber die Bauweise finde ich dann doch recht schön. So, und abschließend lässt sich zu diesem Set sagen, dass es genial ist. Und ja, man kann sich dadurch wieder endlich mal eine Armee aufbauen, eine schöne. Man hat direkt auch zwei Parteien mit dabei, und zwar die Kampfdruiden von den Separatisten und die Clone Trooper, die dann für die Republik kämpfen. Schade ist nur, dass hier so zwei Republikfahrzeuge mit dabei sind. Also ein Walker und ein Barkspeeder. Da hätte man auch, was weiß ich, irgendwas von den Separatisten reintun können. Aber dafür ist ja dann noch der AAT gedacht. Der ist dann der Gegner und das finde ich cool, dass wenn man beide Sets hat, dass man auch zwei Parteien gegeneinander kämpfen lassen kann. Und ja, das gefällt mir sehr gut. 30 Euro ist für 285 Teile und für 6 Minifiguren und zwei coole Fahrzeuge auch in Ordnung. Mit den Fahrzeugen kann man auf jeden Fall was anfangen. Ja, die Stat-Shooter, die da dran sind, sehen jetzt, wo ich es aufgebaut habe, auf den Bildern fand ich es nicht so schlimm, aber aufgebaut finde ich es jetzt doch etwas schlimmer, aber das kann man auch gut ändern. Und ja, insgesamt ein richtig cooles Set. Ich hoffe, es kommen auch noch mehr Sets davon. Und ja, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.